Mit dem Enkeltrick schaffen es immer mehr Betrüger, hilflose ältere Menschen um ihre Existenz zu bringen. Die Polizeikommissare Michael Smolik und Katja Wolf müssen jetzt feststellen, dass diese Masche auch in Duisburg angekommen ist. Ingwer 1525 von Egon. 1525 hört. Marienweg 18 von Molsa. Melde Betrugsversuch. Täter wohl noch vor Ort. Melde ebenfalls Sonderrechte frei. Ja klar, wir fahren an. Auf dem Weg erfahren die Beamten, dass nicht die Melderin selbst einem Betrugsversuch aufgesessen sein soll, sondern angeblich deren Großmutter. Die Seniorin scheint zudem in großer Gefahr zu schweben. Guck mal, siehst du da? Kämpfen doch zwei, oder nicht? Eieieiei. Zwei Mädels ist deine Aufgabe. In so einer Situation reagiert man eigentlich spontan. Das heißt, so wie sich die Situation darstellt und ergibt, so agiert man dann auch in dem Moment. Es ist schwierig, sich jetzt vorher genau abzusprechen, wer nimmt jetzt welche Person. Weil meistens stellt sich das Ganze dann doch anders dar, als man es vorher geplant hat. Von daher ist da ganz wichtig, dass man da auch flexibel ist in der Handlung. Hey, hey. Was ist los? Hallo, was ist los hier? Was ist passiert? Die lässt mich nicht stohlen. Ich weiß überhaupt nicht, durch, wohin wollen Sie denn? Ich wollte meine Oma. Hallo, sprechen Sie mal nicht zwischeneinander. Ja, ich will hier jemanden verstehen. Wer ist denn wer hier? So. Ich bin Luise Meutzer. Also stehen, ich bin neun, ich bin, meine Oma wohnt hier. Ja. Das ist nicht deine Oma, Mann. Erzähl keine Hilfe. Hallo, seien Sie mal ruhig. Beide Frauen behaupten, die Enkelin der Seniorin zu sein. Die junge Dame in Rot hat jedoch die Polizei alarmiert. Sie hatte zuvor eine seltsame Nachricht ihrer Großmutter auf dem Anrufbeantworter. Der Inhalt? Sie habe nun das Geld und sie, die Enkelin, könne es abholen. Doch von welchem Geld die Rede ist, kann sich die Melderin nicht erklären. Sie sagt, das ist ihre Oma. Wer von Ihnen beiden wohnt denn hier? Meine Oma, die Hilde Gutenberg wohnt hier. Also rein vom Gefühl her hat sich die junge Dame, die sich ruhiger verhalten hat, mein Anschein nach war das die, die wirklich nichts getan hat. Das war dann die wirklich echte Enkelin. Sie war ruhig, fast ängstlich und hat sich um ihre Oma gesorgt. Die andere Dame war eher aggressiv, hat rumgeschrien, uneinsichtig. Katja, ich würde sagen, ich sehe hier nämlich auch, dass da irgendwie was umgeworfen ist. Die Tür ist auf, ja, okay. Wir gehen mal rein, aber wir setzen dich hier auf jeden Fall mal fest. Ja. Also wir wissen jetzt nicht, wer hier irgendwie die Enkelin ist oder wer hier irgendwas gemacht hat. Deswegen setzen wir sie hier erstmal fest, und zwar mit der Achter. Die Polizisten legen beiden Frauen Handschellen an. So verhindern sie, dass sich die Kontrahentinnen erneut angreifen oder womöglich fliehen. Um den Sachverhalt zu klären, wollen die Beamten jetzt die Großmutter befragen. Hallo? Hallo. Ist jemand da? Hier? Guck mal, da hinten ist aber doch die Spur. Da liegt jemand. Hallo? Da liegt jemand. Guck dich auf. Hallo? Polizei. Ruf ein RTW. Ich guck mal, ob man hinten rumkommt. Egon, für Egon 1525, wir brauchen sofort ein RTW hier, bitte. Verletzte Person auf dem Boden. Wir haben die Oma zunächst einmal durch eine geschlossene Tür gesehen. Ich wollte die Tür öffnen, die war verschlossen. Dann haben wir uns einen anderen Weg gesucht, den haben wir auch relativ schnell gefunden und haben dann die Oma versorgen können. Können Sie uns hören? Hallo? Hat sie Puls? Puls hat sie noch. RTW Rolf? RTW Rolf, Puls hat sie noch. Kopfverletzung? Okay, sie atmet noch. Das ist schon mal gut. Die verletzte oder bewusstlose Person reagierte teilweise gar nicht. Sie hat ab und zu mal ein paar Laute von sich gegeben. Ich habe dann sofort überprüft, ob sie noch einen Puls hat. Hatte sie. Geatmet hat sie auch noch. Wir haben sie in die stabile Seitenlage gebracht. Das war zunächst einmal wichtig. Mehr konnten wir erstmal nicht tun. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis der erste Weg kommt. Dass wir sie, können wir nicht allein lassen. Was ist mit den Mädels draußen? Soll ich noch mal rausgehen? Wir müssen das jetzt auf jeden Fall mal klären. Hast du mal überprüfen lassen, wer jetzt hier gemeldet ist, wer hier wohnt? Genau. Ich tue jetzt mal meldet machen, wer hier wohnt. Von den Mädels. Weil die eine sagte, das ist die Enkelin. Sich, ja, ne? Ja, genau. Dann lass uns schauen, wer hier gemeldet ist. Ja. Wie die alte Dame heißt. Über die Abfrage beim Einwohnermeldeamt findet Kommissar Smolik die wahre Enkelin der verletzten Seniorin heraus. Es ist tatsächlich die junge Frau, die den Notruf alarmiert hat. Michael, ich habe den Schlüssel gefunden. Hast du ihn gefunden? Okay. RTW ist draußen an der Straße, ja? Ich lasse die RTW-Besatzung eben rein. Du kannst vielleicht schon mal zu den Mädels. Ich bin sofort bei dir, sobald sie versorgt ist, ja? Alles klar, okay. Zunächst einmal ist es natürlich wichtig, dass wir bei der verletzten Person bleiben. Wir hatten die anderen zwei Personen draußen fixiert. Das war erstmal kein Thema. Wir haben uns die verletzte Person gekümmert, sind dann natürlich aber froh, wenn dann wirklich ausgebildete
Fachleute kommen, wo sich dann um die verletzte Person kümmern können. Ganz kurz, ich habe vorhin eine Abfrage gemacht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch die Luise sind, dass Sie eben die Enkel sind. Ihre Oma hat noch Puls, aber ist nicht bei Bewusstsein. Sie hat eine Kopfplatzwunde, ich mache sie mal hier ab. Dankeschön. Sie hat eine Kopfplatzwunde, wurde vermutlich mit einem Gegenstand geschlagen. Welcher Gegenstand das jetzt ist, müssen wir noch herausfinden. Die Enkelin wird von den Beamten über den Gesundheitszustand der Oma informiert. Sie ist zunächst so schockiert, dass sie keine weiteren Angaben zur Sache machen kann. Ich würde mal sagen, hier steht auf jeden Fall irgendwie Betrug-Enkeltrick im Raum. Ne? Glaubst du, ja? Das hab ich mir auch schon gedacht. Mit K abklären, ob die auch haben wollen. Ja. Ne? Hört? Jetzt sei doch mal ruhig, meine Güte. Ja, die hat meinst du, das geht schneller, wenn du hier rumwirkst? Sag uns mal Bescheid, die Dame ist wieder schockig und die lebensvitalen Funktionen lassen auch nach. Die müssen jetzt sofort versetzen. Brauchst du noch Infos von der Dame? Sollte sie sich zurückmelden über Gesundheitszustand bei euch? Die müssten jetzt verbringen in das Krankenhaus. Die sollen uns auf dem Laufenden halten, ja klar. Ja, die sollen uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, bitte. Ansonsten klären wir das weiter hier alles ab. Nachdem das Opfer in den Rettungswagen gebracht wurde, begehen die Polizisten den Tatort. Den Gehstock der alten Dame identifizieren sie dabei als die bereits gesuchte Tatwaffe. Also wenn Sie möchten, dann können Sie auch in die Ruhrklinik nachfahren, ja? Aber eine Sache noch, was ja. Meine Oma hat auf einen Anrufbeantworter von 10.000 Euro gesprochen. Haben Sie das Geld irgendwo gefunden oder so? 10.000 Euro? Nee, haben wir jetzt nichts. Die Spurensicherung, die Kollegen von der K-Wache, die sind aber auf dem Weg hierhin. Okay. Die werden das auf jeden Fall alles noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Was hat die auf dem Anrufbeantworter genau gesagt? Sie sagte mir, sie hätte das Geld bereit für mich gelegt und sie würde dann warten und sie hätte mich ganz doll lieb und das war es dann eigentlich auch. Und das ist 10.000 Euro sind. Ich hatte mich dann gewundert. Sie wissen nichts von 10.000 Euro? Nee, auf gar keinen. Ich würde meine Oma auch niemals fragen. Die hat gar nicht so viel. Ich weiß auch gar nicht, was da los ist. Okay. Diese Nachricht werden wir auf jeden Fall auch abspeichern. Ja. Die Nachricht haben Sie aber nicht gelöscht nein, oder so. Nein, ich habe den auf dem Anrufbeantworter. Das macht die Spurensicherung okay, auf jeden gut. Fall. Okay. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Und ich habe auch niemanden außer Sie okay. gesehen. Ne? Also ich weiß jetzt gar nichts. Es wäre schön, nur wenn das Geld irgendwie wieder... Aber ich fahre dann jetzt erstmal. Ja. Genau, Sie fahren genau. erstmal zu Ihrer Oma. Ja, wir brauchen Sie hier vor Ort erstmal nicht. Okay, gut, dann werde ich jetzt erstmal zu Oma. Gegebenenfalls dann eine Zeugenaussage, okay. aber erstmal kümmern Sie sich um Ihre Oma. Gut, okay? Dann danke ich Ihnen und. So, jetzt noch mal ganz kurz, was ich dir sagen wollte. Wenn die Tür hinten offen war, ja, und sie ist hier und alles, könnte es nicht sein, dass es noch mehrere Personen waren? Gehe ich mal davon aus. Aber sie hat ja gesagt, dass es nur eine Person war. Fragen wir sie. Also der Enkeltrick, der ist auf jeden Fall ja, weit verbreitet und nach wie vor werden auch immer wieder ältere Herrschaften Opfer dieses Enkeltricks. Es ist gar nicht immer so, dass das so wie hier jetzt mit dem Anrufbeantworter und Bargeld irgendwie eine Rolle spielt. Oftmals gehen die Leute auch her, geben sich als Handwerker oder Leute von den Stadtwerken aus und versuchen halt irgendwie die älteren Leute da ja, zu betrügen, um an Wertsachen oder Bargeld zu kommen. Haben Sie irgendwelche Gegenstände dabei, an denen wir uns verletzen können? Nein. Spitzes, scharfes? Nein. Von den mutmaßlich erbeuteten 10.000 Euro keine Spur. Doch das heißt nicht, dass die Verdächtige unschuldig ist. Sie könnte Komplizen haben, die mit dem Geld geflüchtet sind. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die tatverdächtige Person mit zur Wache nehmen. Sie muss auf jeden Fall noch mal zu dem Ganzen befragt werden. Die Personalien müssen festgestellt werden, die Identität muss geklärt werden. Die Enkelin von der Geschädigten, die darf jetzt erstmal mit in die Klinik fahren und ihre Oma mit versorgen bzw. zur Seite stehen. Ja, hier werden jetzt jeden Moment die Kollegen von der K-Wache die Spurensicherung eintreffen. Die wird jetzt hier erstmal das Ganze dann mit den Spuren sichern und nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und wir werden uns jetzt erstmal um die Tatverdächtige kümmern, dass die schnell zu den Kollegen von K kommt. Okay, ich setze mich hinten rein und dann können wir los. Nun muss die Kripo ermitteln, ob die Verdächtige Teil einer Trickbetrügerbande ist. Auf der Hauptwache Duisburg-Nord übergeben die Streifenpolizisten die Verdächtige an die Oberkommissare Boris Peters und Bora Aksu von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Kriminaloberkommissar Peters, mein Kollege. Bora Aksu auch noch. Ihr kommt klar? Katja, du bleibst bitte hier, wenn die Renitent ist. Ne? Wenn das ist, ich bin unten. Genau, okay. Man hat ganz oft damit Erfolg, die Beschuldigten etwas unter Druck zu setzen, dass sie anfangen zu reden. Bei manchen ist es auch völlig sinnlos, die sind so stur und meinen, sie kommen aus der Sache raus, wenn sie gar nichts sagen, dann wird halt weiter ermittelt. Das ist natürlich auch für die Staatsanwaltschaft oder für den Richter dann ein Grund, eventuell die Strafe höher zu setzen. Wir haben einen dringenden Tatverdacht gegen Sie. Wegen Betrug, wegen Raub, eventuell wegen schweren Raub.
Sie haben da eine Strafandrohung, die geht ab 3 Jahre los. Wie alt sind Sie? Reden Sie mit uns. Ich möchte, dass Sie jetzt... überhaupt nichts, Mann. Sie können mir nichts nachweisen. Sie haben hier Frau Lisa, Sie haben doch hier eine Nachricht geschrieben. Haut ab, die Wohlen haben nie und dann sind Sie nicht weitergekommen. An wen war denn diese Nachricht gedacht? Wer ist ein A-Punkt? Ich weiß nicht, ich habe nichts geschrieben. Da ist eine Nummer hinter mir. Keine Ahnung. Na gut, die Nummer... Komm, guck rein. Dringender Tatverdacht. Das lässt darauf schließen, dass hier noch weitere Täter bestehen, dass es sich um hier eine Gruppierung handelt. Und zum Zeitpunkt, als ich die SMS geöffnet habe, wurde sie etwa eine halbe Stunde vorher geschrieben und als Entwurf in diesem Handy gespeichert. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das zum Zeitpunkt war, als sie schon festgenommen wurde. Irgendwann zwischendrin muss die SMS wohl geschrieben worden sein. Sie haben hier noch ein paar andere Nachrichten, sehen wir gerade. Schön mit Bildern. Oh. Frau Liesegang, ja. Woran, erinnere dich mal an letzte Woche. Meinst du, das sind die? Katja, tu mir mal einen Gefallen. Gib mal rüber. Guck mal. Lass mich mal ganz guck mal durch. Katja, guck mal. Kannst du dich an die Sache letzte und vorletzte Woche erinnern? Wir haben doch schon 2, 3 Sachen davon. Guck mal bitte, ob die in der Sachverhandlung drin sind. Du kriegst das Telefon gleich von mir. Aber das Lustige ist ja, bei den Bildern sind ja noch die GPS-Daten hinterlegt. Wir haben doch letzte Woche noch drüber gequatscht, ne? Ja. Da waren noch diese ganzen Schmuckstücke. Ich schau noch mal eben drüben in den Rechner, ja? Tiergartenstraße 19, da sind die Bilder verschickt worden. Unter Androhung von Polizeigewahrsam versucht Kommissar Aksu, der Frau die Namen ihrer Komplizen zu entlocken. Doch die Verdächtige schweigt beharrlich und wird daher abgeführt. Anscheinend könnt ihr ihrem Gewahrsam abnehmen, bringt sie in eine Zelle, wir kommen nachher noch mal auf euch zu. Die soll erstmal ein paar Stunden überlegen. Ja. So, folgen wir. Abmarsch. Die Enkelin hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet. Ja. Also der älteren Dame geht es besser, die ist soweit stabil. Gut. Die sind allerdings jetzt zusammen auf dem Weg hierhin. Weil ja, ich möchte hier ihre Aussage machen. Ja, ist das keine Ahnung. Und diese ganzen Schmuckstücke aus den Nachrichten, die sind alle komplett in einer Akte. Die sind alle als gestohlen gemeldet. Die sind alle in der Sachverhandlung. Tiergartenstraße 19, wollen wir da mal hinfahren? Bei den GPS-Daten, die sind heute geschickt worden, vielleicht sind sie noch da. Ja. Also ich denke mir, wir sollten da dringend mal gucken. Hinter diesen Bilddateien sind oftmals auch, die Nutzer wissen das meistens nicht, GPS-Daten hinterlegt bei einzelnen Bildern. Das heißt, die GPS-Daten von Bildern sind da hinterlegt, als auch die GPS-Daten von versendeten Nachrichten, von wo diese Nachricht versendet wurde. Die sollen die Funkzellenordnung machen, die sollen gucken und dem Kollegen sagen, genau. Sollen die Nutzerdaten abfragen, an wen die SMS gegangen ist, wem das Handy zugelassen ist. Ja. Richtig, ja. Und wir fahren in den Tiergarten. Also, aber, genau. Auf dem Weg zum Versteck der Mittäter treffen die Beamten auf die Enkelin des Opfers. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich möchte gerne wissen, wie es um das Geld meiner Oma steht. Wie viel Geld fehlt effektiv? Also meine Oma hat mir eben noch mal alles erzählt im Krankenhaus in Ruhe, aber es fehlen genau 10.000 Euro und sie wurde heute Morgen da irgendwie angerufen, keine Ahnung, sollte das Geld abholen und hat es auch getan. Groben Sachverhalt kennen wir. Wir machen jetzt unsere Arbeit. Ja. Sie fahren bitte wieder ins Krankenhaus zu Ihrer Großmutter. Bitte. Ja, okay. Wir kommen auf Sie zu. Die Kripo-Kommissare Peters und Aksu fordern ihre Streifenkollegen Smolik und Wolf zur Verstärkung an. Denn bislang ist nicht klar, wie viele Komplizen die mutmaßliche Täterin hat. Die GPS-Daten der SMS führen die Beamten zu einer Werkstatt. Muss auf jeden Fall hier im Hinterhof sein irgendwo. Wir haben noch einen Wagenunterstützer, der steht an der rückwärtigen Front. Ja. Können wir notfalls anfordern. Ja. Gut, Beute ist ja teilweise. Wir gehen vor wie immer. Ja. Wir beide gehen vor. Immer. Kurz nach Betreten des Gebäudes hören die Polizisten Geräusche aus dem Keller. Während Katja Wolf das Erdgeschoss sichert, folgen ihre 3 Kollegen der Spur in den Untergrund. Hallo? Polizei, stehen bleiben! Stehen bleiben, stehen bleiben! Runter! Das werden wir ganz ruhig. Wir hatten unten im Kellergeschoss eine Person vorgefunden, die haben wir gesichert und gefesselt. Dann kam von oben der Hilferuf von der Kollegin Katja. Wir sind sofort nach oben gestürzt. Per Funk alarmiert Kommissarin Wolf ihren Kripo-Kollegen Bora Aksu. Auf ihrem Posten im Erdgeschoss hat sie eine weitere verdächtige Person gesehen. Der Mann ist aus dem Keller geflüchtet und will nun mit einem PKW entkommen. Raus aus dem Auto! Raus aus dem Auto! Raus aus dem Auto! Runter! Sicher! Runter! Sicher! Verdammt, die Bullen!
Die Musiker! Ruhe. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Verdammte Bullschweine hier. Ruhe. Ruhig. Was ruhig. Denkt ihr, wer ihr seid? Ruhig. Sind Sie ruhig. Scheiße. Okay. Ich gebe den ab bei den eingesetzten Kräften. Ja. Ja. Sind die vor Ort? Die sind vor Ort. Mach vorsichtig, Mann. Ah. Ich hab sie gerade verschlicht. Katja, hast du den kurz? Die Kollegen holen den gleich. Nicht so cool bleiben hier. So, Ruhe. Wir gehen hoch. Scheiße. Katja, sicher ihn ab. Der Warnschrei des festgesetzten Verdächtigen lässt die Beamten darauf schließen, dass es noch einen mutmaßlichen Mittäter gibt. Vorsichtig durchkämmen sie jeden einzelnen Raum. Doch es scheint so, als wäre niemand mehr im Gebäude. Polizei! Kommt hier raus! Kommt hier raus! Hände hoch! Hände auf den Kopf! Auf die Knie! Wir konnten die dritte Person in der Dusche stellen. Die Person hatte sich in der Dusche versteckt. Auch die Person wurde in Gewahrsam genommen. Der Gesamteindruck, der sich uns bot, lässt einfach die Schlussfolgerung zu, dass es A, sich um Bandenkriminalität sehr gut vorbereitet handelt. Und es sah ganz augenscheinlich so aus, als wenn das erbeutete Geld und die erbeuteten Schmuck- und Wertgegenstände schon zusammengerafft wurden. Auch der Hintergrund, dass eine Person mit gepackter Tasche in das Fahrzeug flüchten wollte, lässt darauf schließen, dass sich die Täter im Aufbruch befanden. Egon, für ganze so. Also das ist jetzt hier diese typische Enkelkind-Trickmasche. Wir haben hier Seiten aus dem Telefonbuch. Ne? Da werden dann halt altklingende deutsche Namen werden dann herausgesucht und werden angerufen. Man tut so, als ob man quasi das Enkelkind von der besagten Person sei und ja, bittet um Hilfe, um Geld in jeglicher Form. Eindeutig gute Vorbereitung. Guckt ihr das an. Die haben sogar Fotos gemacht, Namen, Anschrift. Historie zu den Menschen. Ja. Zahlreiche Senioren aus dem ganzen Ruhrgebiet sind offenbar Opfer geworden. Wegen Betruges, Nötigung, schweren Raubes und Körperverletzung müssen die Täter mit Haftstrafen rechnen. Alles klar. Hier liegen noch drei weitere Laptops. Hier liegt Schmuck, Uhren. Drei weitere Laptops. Noch Fragen? Keine weiteren Fragen mehr. Silberbesteck, Laptop. Spursi weiß Bescheid. Ja, ja, Spurensicherung kommt, bleibt ihr vor Ort, bis die Spurensicherung hier ist. Auf jeden Fall, ja. Komm, gut, dann machen wir das zu hier. Wir werden alle Personen zunächst erstmal auf die Dienststelle bringen. Anschließend werden wir sie erkennungsdienstlich behandeln, sprich Fingerabdrücke abnehmen und Lichtbilder von denen machen. Die Fingerabdrücke werden wir nochmal durchs System jagen, ob wir dann noch irgendwelche Treffer haben im System. Anschließend werden wir die drei Personen vernehmen. Mal schauen, was sie da zu den Tatvorwürfen sagen möchten. Und definitiv dem Haftrichter vorführen. Schneller haben wir es noch nicht geschafft in dieser Woche. Das war cool. Bis dahin. Ja, gut. Die verletzte Großmutter kann sich vollständig erholen. Alle Bestohlenen erhalten nach dem Abschluss der Ermittlungen ihre Wertgegenstände zurück.